nicht weg. Sag, warum bleibst du da nicht weg? Bitte, Baby, sag's mir. Du weißt, dass ich jetzt ein neues Leben hab. Warum meldest du dich jeden Tag? Ich hab dich so gebeten um eine letzte Chance. Du wolltest mich nicht länger. Warum lässt du jetzt nicht los? Willst du denn nicht jetzt hier, dass es sie ohne sie gibt? Doch du konntest nicht mit mir sein und kannst nicht ohne mich. Und wenn ich dich jetzt sehe, babe, ist es vorbei, oh, und ich sag nur bye, bye, babe. Und wenn ich dich so seh, babe, yeah, ist es vorbei, babe. Ich sag dir nochmal bye, bye, babe. Geh vor den Tag und helf uns ein bisschen. Come on! Du weißt, du weißt, wir haben uns eigentlich nur bekriegt. Plötzlich machst du wieder auf verliebt. Und das versteh ich nicht. Du weißt, du weißt, dass ich jetzt eine andere Frau hab. Denkst, dass ich ewig um dich traue? Sorry, das tu ich nicht. Was weiß ich getan, um dich noch umzustimmen? Also, mein Schatz, bitte auch die Dinge umzudrehen. Ich hab dich so gebeten um eine letzte Chance. Du wolltest mich nicht länger. Warum lässt du jetzt die los? Findest du denn nichts jetzt hier, dass es dir ohne sie geht? Doch du konntest nicht mit mir sein und kannst nicht ohne mich. Und wenn ich dich jetzt sehe, babe, yeah, yeah, oh, ist es vorbei, oh. Und ich sag nur bye, bye, babe. Ist es vorbei? Ich sag dir nochmal bye, bye, babe. Come on, Franco. Vorsicht! Ja, danke! Ah, so. Max Herre! Ja, nimm Platz! Du weißt, dass ich Single, das ist sie hier! Und das macht gerne eine Max Herre! Oh. Ja! Sehr guter Song! Herzlichen Dank! Sehr guter Song! Einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Aber ich habe sehr viele Lieblingssongs. Vielen Dank, freut mich. Deine CD steckt seit etwa. Wann warst du das letzte Mal hier? November, Oktober, November. November? Ja, seitdem, ja. Und seitdem steckt die CD bei mir im Auto im CD, im ja, CD-Regal. Wie heißt das halt? Da gehen ja nur sechs ich weiß rein. Genau. Entschuldigung, meine Stimme ist gerade so ein bisschen schwierig. Ja. Nee, hast du toll gemacht. Du bist ja Udo Lindenberg-Fan auch, ne? Ja, passionierter seit ich hört man auch so ein bisschen eigentlich in dem Song. So ein bisschen. Genau, also wenn Lindenberg ich singe, auf jeden Fall, das kommt raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Plötzlich ist es da. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Hast du ihn mal kennengelernt? Mhm.
Wir haben zusammen gearbeitet. Wir haben einen Song gecovert. Ich habe ja früher eine Band gehabt, die ist Freundeskreis. Ja. Und wir haben ein Album gemacht, 97 Quadratur des Kreises. Da war ein Song drauf von ihm. Ah, okay. Daraufhin hat er sich gemeldet. Und dann haben wir für eine Platte von ihm zwei Songs produziert damals und ein Duett gesungen. Ah, echt? Ja, genau. Ja, ich habe ihn auch mal kennengelernt. Die Nummer klingt so ein bisschen wie eine Mischung. Weißt du, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das klingt, die Nummer klingt so, wie wenn Lenny Kravitz Udo Lindenberg imitiert. Puh, ja, okay. So, was ich da sagen kann. Alles klar. Ich weiß, was du meinst. Lenny Kravitz ist nicht so mein Einfluss. Also Lenny Kravitz zitiert ja auch. Ja, ja. Und ich glaube, er hat einfach ähnliche Einflüsse wie ich auf dem Song. Led Zeppelin, Hendrix, Free. Ja, ja, ja. Also. Ich habe letztens noch eine lange Udo Lindenberg-Nacht gesehen. Das war auch eins meiner ersten Konzerte. Mein erstes Rockkonzert 1984 war Udo Lindenberg in der Schleierhalle, Götterhämmerung-Tour. Ich glaube, mein erstes Konzert war Udo Lindenberg in der Kölner Sporthalle. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber das war die Tour, zu der auch das Live-Album erschienen ist. Livehaftig ja, hieß das, genau, glaube ich. Ja, ich weiß genau. Also, schau dann an Udo. Udo, alles klar, Alter. Mach's gut, mein Freund. Wenn du zuguckst, komm mal wieder vorbei. Ist klar, ist klar. Okay. Du bist, warst jetzt auch auf Tour? Du bist noch auf wir Tour? Wir sind mittendrin. Wir haben heute unterbrochen, weil wir hier bei dir spielen durften. Sehr gut. Und du bist auch zu Recht nominiert für den Echo. Ja? Bin ich, ja. Ich drück fest die Daumen. Und seid ihr nicht verheiratet? Ja, ja. Doch, verheiratet. Ja, mit Joey Denalani. Genau. Alles okay zu Hause? Ist okay, läuft. Wisst ihr das, wenn du auf Tour bist? Kommst du mit? Nee, wir haben zwei Kinder inzwischen. Einer ist 4,5, okay. Der andere ist 1,5. Und die wollen gerne zu Hause bleiben, in den Kindergarten gehen und das geregelte Leben. Ja. Genießen. Du bist ja auch auf dem Label der Fantastischen Vier, auf dem Vorlabel. Genau. Da sind ja einige sehr talentierte junge Leute. Ja, Gentleman ist da. Ich meine, das geht seit 96. Wir waren das erste Signing mit Freundeskreis und dann kamen eben alle. Wir hatten ja früher diese FK All-Stars mit Gentleman, Afro, ja, Seku, Joy war dabei und so weiter. Und die sind nach und nach alle bei vorgelandet dann. Und du bist da auch so ein bisschen als, als Künstler, Suchmanager eingestellt. So ein Geheim-ENA bin ich da, genau. Das heißt, du fährst so ein bisschen durch die Gegend, guckst dir talentierte Leute an und sagst, finde ich gut. Letztlich war es wirklich so, dass es eigentlich über diese FK All-Stars Geschichte kam, dass wir einfach einen Pool hatten an Leuten, die eh talentiert waren, hat man ja gesehen, Gentleman, tolle Solo-Karriere inzwischen, Joy, tolle Solo-Karriere, Afro, dass wir einfach ein Umfeld hatten und es alle, junge Künstler waren, die ambitioniert waren, auch Solo was zu machen und so ist das entstanden. Und natürlich jetzt zum Beispiel Seducer, ist eine Band aus Berlin, Selina war die Background-Sängerin gerade, das ist so ein neues Projekt, dann Fetzum, der andere Background-Sängerin, Sänger, auch sehr talentiert aus Stuttgart und so, es kommt einfach zusammen, dadurch, dass man eben viel live spielt, viele Musiker kennt, ist nicht so, dass ich rumreise, sondern es kommt eher zu mir. Ja, es ist heutzutage nicht mehr einfach für Musiker langfristig Geld zu verdienen. Ja, man muss auch ein bisschen von dem leben, was man macht und der Markt ist schwer, ja. Der Plattenverkaufen ist heutzutage... Deshalb gibt es ja so eine tolle Sendung, wo man das danach ein bisschen kann. Hier, nach dem von Dieter, selbstverständlich. Was auch wichtig ist, meine Damen und Herren, dass Sie in die Läden rennen und Ihr Geld dort lassen, damit Sie weiterhin auch so eine Musik präsentiert bekommen. Sonst absolut. Macht es irgendwann keiner mehr. Ja? Und deswegen ist wichtig, dass die jungen Menschen hier ein Forum finden. Ja, du hattest ja auch deine Sendung neulich. Absolut, Stefan. Bitte? Machst du toll. Ja, danke. Hier, was war, wie war deine Sendung davor? Der Contest. Der Bundeswehr ist auch Contest. Der war auch Clouseau dabei. Ja. Sehr erfolgreich ein junger Mann, der es auch verdient hat, in den nächsten Jahren von Ihnen gewürdigt zu werden, meine Damen und Herren. Also wir sind gespannt, was nächstes Jahr passiert. Nächstes Jahr? Hier, macht er mit. Sehr gut. Ja, meine Damen und Herren, jetzt warte ich noch. Wo ist denn Elton? Ist Elton da? Nein, Elton ist gar nicht da. Ach, wir zeigen nur, wie Elton auf der Tupper-Party war. Ich dachte, der würde selbst vorbeikommen. Und, ja, aber wir zeigen ihn doch, wie Elton auf der Tupper-Party war. Denn die Firma, das ist ja, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre eh so Plastikdinger, heißen alle Tupper-Zeug. Das ist eine Firma und die unterstützt den Red Nose Day, ja, damit da viel Geld für einen guten Zweck zusammenkommt. Und haben wir Elton gesagt, da guck doch mal, was die da machen. Ja. Geh doch mal zu so einer Tupper-Party, da fühlst du dich bestimmt wohl allein unter Frauen. Und das ist das, was Elton erlebt hat. Bitteschön. So, liebe TV-Total-Zuschauer, hier, den Job möchte man haben. So, dann
kommt jetzt eine Sendung, die ich Ihnen auch sehr ans Herz legen möchte, meine Damen und Herren. Mein neuer Freund mit Christian Ulm. Heute spielt er einen homosexuell angehauchten, sage ich mal, jungen Mann. Hier ein kleiner Ausschnitt für Sie. André, wenn du... Ja, auf keinen Fall verpassen. Und gehen Sie bitte in den Laden, kaufen Sie sich die Platte von Max Herre. Du weißt, dass ich singe unter Bleibung, Max Herre. So. Ja, dann war es das schon für diese Woche. Denken Sie bitte an den Red Nose Day morgen, meine Damen und Herren. Am Montag bei uns zu Gast der neue Sat.1 Superdurchstarterin Alexandra Neldel. Und ein halber Euro ist bei uns, bitte? Ein halber Euro. 50 Cent, meine Damen und Herren. Am Montag bei uns zu Gast. Ja. Das war's für heute. Max Herre, schönes Wochenende.